Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Transportfieber. Hierbei heißt wer zockt. So, wir haben von der Stadt hier den Auftrag bekommen, dass wir hier noch ein paar Signale setzen können, damit dann die Züge durch den Schnee hierher nach Norddeich kommen. Jetzt habe ich aber gerade vorher gesehen, guck mal hier, oh, ein Zug. Moment, wir haben es gleich. Oh, sag mal, bist du rostig? Ja, ich weiß, es gibt eine Mod, da kann man den Rost sozusagen beseitigen und so weiter, aber ich finde das eigentlich ganz schön, wenn die rostig sind. Nur, der ist gerade ein bisschen gar rostig, aber Fahrzeugersatz ist eingestellt. Aber, ja, das ist ja was Neues hier bei Transportfieber. Im Gegensatz zu Trainfieber, dass die Sachen eben auch rosten. Sag mal, haben wir Musik oder haben wir keine? Irgendwie Totenstille. Ah, jetzt kommt was. Okay, war gerade eine Pause. Gut. Hier, dieser Fleck. Da würde ich gerne mal ein bisschen Schönbau betreiben. Wir können langsam, denke ich, schon dahingehend auch ein bisschen was tun, dass wir hier solche Flecken zum Beispiel eben wirklich bearbeiten. Denn ja, hier wird nichts mehr hinkommen. Weder Schiene noch Straße. Also Schiene noch Straße. So rum. Von daher, ja, jetzt ist halt die Frage, was stellen wir hier hin? Wenn ich jetzt auswendig wüsste, was wir alles an Mods haben, weiß ich leider nicht. Wir haben sicherlich Bäume. Irgendwie so eine Kabeltrommel. Nee, das gehört eher irgendwie in Richtung Gleis. Ich würde tatsächlich ein paar Bäume hinstellen. Wir haben aber hier doch eigentlich... Moment. Steine haben wir hier. Warum nicht ein Stein? So, haben wir eigentlich viel zu wenige, weil ich nie welche setze. So, ein, zwei Steine dazwischen. Eine Laterne brauchen wir nicht, einen Leuchtturm auch nicht, vor allem dann stürzt das Spiel ab. Das Ding funktioniert bei mir leider nicht. Bäume, 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 die kommen hier. Genau, gezielte Bäume und Büsche. So, machen wir mal ein paar Büsche, dann gibt es ein paar Bäume. Wir übertreiben natürlich nicht, wir machen einfach ein bisschen was Random-mäßiges. So, damit das hier einfach ein bisschen, ja, nicht so grün ist, wie es halt sonst ist. Okay, und danach machen wir dann die Signale und dann werden wir natürlich noch mitfahren mit den Zügen, sobald wir sie haben. So, hier noch ein bisschen was, hier noch ein bisschen was. So, das macht nämlich schon auch Spaß. Vor allem ist es einfach ein anderes Gucken nachher, wenn man dementsprechend hier noch ein bisschen was gemacht hat. So, mal gucken, was wir hier noch haben. Ein Nadelbaum, warum nicht? So, hier noch, hier noch, hier noch. Was eigentlich ein Modder vielleicht mal noch machen könnte, wenn ihm gerade mal langweilig ist. Ich weiß, Moddern ist wahrscheinlich etwa ähnlich oft langweilig wie mir. Aber, dass man Seen setzen kann. Man kann ja Löcher graben, das ist schon mal kein Manöver hier mit den Tools hier. Und dass man das dann mit Wasser füllen kann. Wasser haben wir ja auch genug, also das müsste doch eigentlich machbar sein. Also, liebe Modder, wie gesagt, wenn euch mal langweilig sein sollte, irgendwie... Ja, dass man Seen basteln kann. So, haben wir sie hier eigentlich? Ja, soweit. Vielleicht den noch, den habe ich jetzt gerade an der Angel. Den machen wir mal noch hier hin. So, dann wollen wir mal kurz gucken, wenn man jetzt hier so kommt. Ja, wenig gemacht und trotzdem in einer relativ großen Wirkung, wie ich finde. Sieht einfach gleich viel lebendiger aus, das Ganze. Gut, sehr schön. Dann würde ich sagen, dann machen wir doch jetzt die Signale. Die haben wir hier unten. Signal. Mal ein bisschen scrollen, damit wir nicht wirklich immer die gleichen haben. Hm, nehmen wir doch dich mal. Dann bräuchten wir mal das erste Signal definitiv auf der Höhe. Gegensignal irgendwo hier vorne. Hm, bei der Straße, das ist mir fast ein bisschen zu nah. Ich weiß nicht, wie lang der Zug wird. Und hier kann ich es nicht hinsetzen, sonst stehen wir in der Straße drin. Machen wir es doch einmal mal hier rauf. So, dann die normalen Blöcke. Da können wir hier wunderbar mit der Straße oder diesem Feldweg arbeiten. So, dann geht es hier auf die Brücke. Dann gibt es hier auf der Brücke einen Block. So, einmal weiter nach hier vorne. Wir müssen nicht übertreiben. Ich weiß jetzt nicht, wie viele Züge. Ich denke mal 4 für diese Strecke. Aber ist halt schon so, je mehr Blöcke man hat, desto eher können sie fahren. Oh! Signale im Schnee. Ach, jetzt muss es wieder laden. Momentchen. So. Zack. Zack. Hallo Schnee. Ist einfach klasse, der Schnee. Gefällt mir extrem gut. Ich mag ja auch die Schneemod extrem gerne. Aber eben, jetzt haben wir einfach nicht das Wetter, um mit Schnee zu spielen. Aber hier in den Alpen hat man halt einfach Schnee. Der ewige Schnee. Der Gegenpol zum ewigen Eis. Gut. Hier noch.
dann durchs Tunnel durch, auf die Brücke, dann würde ich hier nochmal. So, habe ich jetzt die zu nah gesetzt vor lauter Labern? Lass mich mal gucken. Ja, das ist dann doch eher nah, aber okay, da passiert nichts. Da stehen wir einfach auf dem nächsten Signal drauf, wenn wir Pech haben. Das ist nicht weiter schlimm. Schlimm wird es dann, wenn wir Schiene vergessen. Hallo? Wenn wir auf einer Weiche drauf stehen. Da habe ich schon eins. Da müssen wir keins mehr setzen. Und hier vorne werden wir gleich noch ein Stück Schiene ergänzend hinzufügen. So, Oberleitung haben wir. Wie kann man denn das vergessen? Weiß gar nicht. Vielleicht habe ich die Brücke nochmal abgerissen. Irgendwas haben wir hier gebastelt. Naja, gut, wie auch immer. Jetzt haben wir es hier. Haben wir da eins und da eins. Das passt perfekt. Hier haben wir schon. Das ist bestehendes Gleis. Und hier im Bahnhof haben wir auch eins. Und da auch Gegenrichtung. Gut, die Linie haben wir ebenso. Dann würde ich sagen, wir kaufen mal die Züge. Jetzt ist aber die Frage, wo haben wir ein Depot? Wir haben hier ein Depot. Da hinten in der Stadt. Moment, ich möchte doch schnell gucken. Wenn wir schon gerade mal wieder hier sind. Hier die vielen Leute, einiges bisschen. Aber die benutzen jetzt den Gehsteig. Das ist richtig. Jawohl, das ist richtig. Dann hat sich das wenigstens gelohnt, dass wir die Brücke nochmal gebaut haben. Das Depot hier, das geht hier rum. Ja, man könnte hier quer durch die Alpen durch, aber das ist ein bisschen zu aufwendig. Und wir kommen nicht auf das Gleis. Wenn wir von hier hinten durch das Tunnel durch, nee, dann kommen wir hier vorne raus. Das ist für die Gleise. Gut, wisst ihr was? Wir gehen mal nach Norddeich. Die haben, glaube ich, noch gar kein Depot. Wenn ich mich richtig entsinne. Doch, die haben auch eins, nämlich hier. Das bringt uns aber auch nichts. Wir müssen in dieses Gleis rein. Man könnte höchstens hier vorne vielleicht eine Brücke rüber. Aber das ist eigentlich auch einfach nur, weil es ein Depot ist, zu viel. Hier geht keins rein. Da ist ein Pfeiler im Weg. Das muss ich gar nicht versuchen. Und den Pfeiler kriegen wir nicht weg. Das haben wir in der letzten Folge ja schmerzlich gemerkt. Gut. Warum nicht hier hin? Da könnte man eigentlich sogar wieder mal ein langes verwenden. Irgendwie sogar das hier. Moment, wie lang bist du? Passt du hier rein? Ich weiß, haben wir in der letzten oder vorletzten Folge auch verwendet. In der einen Stadt drin, glaube ich. Aber das kann man ja auch mehrfach verwenden. Wenn wir das hier so parallel hinsetzen, dann müsste das doch relativ cool aussehen. So, wenn ich es hinkriege. Moment. Noch ein bisschen nach vorne. Wackel, wackel. Na, das ist mir zu wenig an der Straße. Zack, jetzt. Okay, wie sieht das aus? Ja, nett. Mit diesem Feldweg daneben. Aber wo wir gerade von Feldwegen reden, würde ich hier glatt mal noch schnell das hier auch zu einem Feldweg machen. Ja, das geht leider nicht. Ja, das geht so nicht. Okay, da müsste ich vielleicht eine breitere Variante nehmen. Mal gucken, was wir hier sonst noch haben. Dass das hier eine solche Einfahrt gibt. Hier unten haben wir noch was Breiteres. Jawohl, das habe ich genau gesucht. Komme ich hier vielleicht sogar darunter? Nein. Aber ich komme relativ nah ran, würde ich mal behaupten. Ja, Moment. Jetzt. So, sehr schön. Dann haben wir hier einen richtigen Platz. Und das geht dann hier rein. Wunderbar. Jetzt haben wir hier allen Ernstes nochmal. Nochmal ein Tor. Ein bisschen. Ja, das geht nicht. Okay, dann müsst ihr hier sozusagen. Oh, Moment, das geht. So. Bestens. Ist nicht perfekt, aber ich denke, man sieht, was ich damit erreichen wollte. Gut, hier, Kollege Depot. Nehmen wir altes Gleis. Du führst irgendwie hier rein. Jetzt haben wir da genau den Weg, da kommen wir nicht rein. Nicht über den Weg rüber. Da ist noch ein Signal im Weg. Das müssen wir anders machen. Wir machen das mal so. Dann kommen wir da nämlich auch rein. So, aus der Richtung. Okay. Und dann haben wir da noch ein zweites Gleis. Beziehungsweise eine zweite Einfahrt. Okay. Anlegen. Und dann irgendwo zu einer Weiche werden. Zum Beispiel hier vorne. Moment. Mal gucken, ob es funktioniert. Anlegen. Moment. Habe ich? Jetzt habe ich es. Okay, und jetzt gucken. Wenn wir hier rausgehen. Jawohl, das funktioniert. Moment. Klick und klack und ran gemacht. Hat sich fast gereimt. So, einmal drehen. Signale für das Depot. Damit die Züge raus können. Okay, passt das so? Ja,
Gefällt mir nicht. Moment, das Signal hier ist irgendwie... Okay, jetzt habe ich die Straße abgerissen. Arg. Zum Glück habe ich diese Straßenmod installiert, sonst könnten wir das nicht mal mehr reparieren. Jawohl, am besten so. Gut, ich mag diese Feldwege, die sind einfach schon sehr nett. Also, ein Signal, nehmen wir das hier, gucken nochmal. Das wird halt gleich falsch angelegt, aber so wird es gehen. Okay, dann haben wir es ein bisschen abgestuft. Jetzt ist es doch wieder genau gleich. Ja, kann man offensichtlich nicht anders. Gut, lassen wir bauen Züge. Ich möchte mit den Zügen mit Düsen. Ist eigentlich wieder die gleiche Frage nach diesen Panoramawagen. Wir haben halt keine. Immer noch nicht. Ich habe auch keine gefunden, muss ich ganz ehrlich sagen. Für Trainfieber gibt es ganz verschiedene. Ja, der hier. Aber eben, ich möchte nicht mit dem Rheingold über die Alpen fahren. Das finde ich irgendwie nicht ideal. Das sind amerikanische Wagen. Doppelstockwagen. Ja, ich würde sagen, wir nehmen zuerst die Lokomotive. Irgendwas, was ein bisschen Schwung hat, da es eben doch eine relativ lange Strecke ist. Das lassen wir uns gerne was kosten. Hier irgendwie eine von denen, die machen 160. Viel schneller werden sie. Ja, wobei, es geht da relativ geradeaus. Lasst uns doch eine Lok nehmen, die 200 macht. Was haben wir hier alles zur Auswahl? Den Alex. Die hier, MGW Service. Service klingt wieder nach Güterverkehr, aber okay. Ich würde glatt die mal nehmen. Die sieht relativ cool aus. Doppeltraktion brauchen wir nicht. Jetzt Wagen. Wenn wir da eine blaue Lok haben, was würde passen? Irgendwas, was natürlich auch 200 km/h macht. Die zum Beispiel. Haben wir die schon? Wahrscheinlich ja. Nehmen wir trotzdem. Ne, die haben wir glaube ich noch nicht. Ich weiß es nicht. So. 152 Meter. Da können wir auch ein bisschen was Längeres machen. Dann können wir eigentlich auch zwei Züge machen. Der wird jetzt eine ordentliche Kapazität haben. Mit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Wagen. Sehe ich das richtig? Das gibt über 200 Leute. Wobei, lasst uns 4 machen. Oh, ja, jetzt wieder das. Jetzt wäre es natürlich gut, wenn wir in Heisenberg City noch ein Depot hätten. Dann können wir die gegeneinander fahren lassen. Dann sind sie schon ein bisschen auseinanderdividiert. Wisst ihr was? Wir gehen tatsächlich nochmal schnell nach Heisenberg City. Wir haben ja Zeit. Das ist zwar eine längere Strecke, aber das werden wir schaffen. Jetzt stellen wir hier doch auch noch ein Depot hin. Irgendwas Kleines. Und kaufen die anderen zwei Züge wirklich dann da. Also, hier in der Kurve drin zum Beispiel. Das würde Sinn machen. Ich mache hier mal zu. Dann gucken wir mal. Gebogene Depots, das wäre auch mal noch eine Idee. So, zum Beispiel so. Kommen wir da ins Gleis rein? Das müsste eigentlich klappen. Wenn wir dich so hier hinstellen, hier unten hin. Das passt eigentlich auch zum Städtchen noch. Machen wir mal. Jetzt ist einfach die Frage, ob wir da tatsächlich ins Gleis reinkommen. Wir machen wieder altes Gleis. Ja, das funktioniert schon. Guck mal, hier vorne geht's. Hier. Okay. Gleis 2 haben wir hier ja auch wieder. Okay. Nehmen wir raus, gehen hier rein. Jawohl, geht auch bestens. Depot. Jetzt haben wir hinten aber wieder... Ja, genau, ist genau das gleiche Depot, stelle ich gerade fest. Das ist genau das Problem, wenn man was sucht, was gut aussieht. Ja, wenn man natürlich gerade vorher geguckt hat, man wird nachher nicht was anderes nehmen, denn gut aussehen tut es natürlich auch nachher noch, wenn man es schon mal verwendet hat. Das ist aber nicht so tragisch, die beiden Städte sind ja nicht benachbart. Das heißt, da kann man sowas schon mal machen. Da kann man keinen Zusammenhang herstellen. Moment, ich bräuchte wieder das breitere Teil. Genau, das hier. Wieder möglichst weit dran. Dann gleich mal die Züge kaufen. Damit wir eben mitdüsen können. So, wenn ich dich jetzt hier weiterziehe, hier runter, dann werden wir hier ein Haus abreißen müssen, wenn wir hier rein wollen. Deswegen würde ich hier nicht mal reingehen, sondern hier rauf. Ja, das ist mir zu fett. Das sieht man von weiß ich nicht wo. Das sieht aus, wie wenn es nicht schön gestrichen wäre. Haben wir noch was Dünneres? Ja, so zum Beispiel. Das gefällt mir wesentlich besser. So, wenn wir jetzt hier rauf gehen und da rein, dann haben wir diesen einen Kiosk da weg. Damit können wir leben. Gut, und jetzt werden sie hier links und rechts eigentlich theoretisch auch noch bauen können.
Und ja, vielleicht die Stadt, dass sie das wieder ummodelt. Das kann natürlich auch sein. Gut, Züge kaufen. Wir können ja jetzt... Wisst ihr was, jetzt machen wir zwei andere Züge, wenn wir hier schon neu kaufen. Beim Fahrzeugersatz werde ich dann natürlich wieder nur ein einstellen können. Wir machen das aber gleich. 200 km/h sind Pflicht. So, müssen wir weiter unten gucken. Such, such, such. Irgendwie sowas in der Richtung. Haribo haben wir schon. Ah, die machen eh nur 160. Okay, schade, schade, schade. Die hier haben wir genommen. Die hier haben wir schon. Diese schwarze ÜBB haben wir, glaube ich, noch nicht. Die hier haben wir, das weiß ich. 230. Ich gucke trotzdem mal noch weiter unten. Da kommt der Butler. Die macht noch 140. Das ist die IC-Lok. Und das hier ist wieder eine, die macht noch 160, 160, 140. Okay, da müssen wir eine von denen hier nehmen. Die BR101, die würde auch funktionieren. Die gefällt mir eigentlich auch relativ gut. Nehmen wir mal. Dann haben wir eine rote Lokomotive. Dann gucken wir, dass wir hier irgendwie Wagen dazu kriegen, die, sagen wir mal, farblich passen. Regio DB zum Beispiel. Machen auch 200 km/h. Okay. 1, 2, 3. Wobei, ich muss nicht zählen, sondern gucken, wie lang der Zug wird. Das passt. Klonen. Jetzt machen wir hier Pause. Linie zuweisen. Wo ist jetzt die Musik hin? Schon wieder eine Pause bei der Musik? Tatsächlich. Genau wenn ich hier auf den Pausenknopf drücke, ist die Musik weg. Linie zuweisen. Das wäre dann die Bergstrecke Heisenberg City Erlikheim? Nein, wäre sie nicht. Es wäre die Linie 1. Wir haben sie noch nicht benannt. Machen wir gleich. So, im Pausenmodus bin ich, damit die nicht schon losdüsen. Jetzt habe ich hier aber den Zug. Ich brauche die Linie und das ist die Direktlinie. Machen wir mal IR draus. Wobei eine Interregio-Linie, die hält eigentlich an mehr Punkten wie nur an zwei Städten, denke ich mir mal. Wir lassen es trotzdem mal. Also das ist Heißen. Ja, machen wir so. Aber nach Norddeich. Das geht dann wenigstens hin. Hoffe ich mal. Norddeich. Jawohl. Okay. Passt. Ab nach hier hinten. So. Die hier auf die Linie setzen. Wo seid ihr? Wo seid ihr? Falsch. Hier vorne seid ihr bei diesem riesigen. Das ist ja gar nicht das gleiche Depot. Wie bin ich jetzt auf die Idee gekommen, das sei das gleiche Depot? Weil wir hier auch zwei Eingänge haben und auch zwei Ausgänge. Deswegen. So. IR, da haben wir sie ja. Okay, raufgesetzt. Dann können wir die laufen lassen. Beziehungsweise, nee, wir können eigentlich beide laufen lassen. Beziehungsweise, die laufen eh schon beide, wenn ich hier auf Play gehe. In welche Richtung fahren wir mit? Ich würde gerne aus der anderen Richtung kommen. Wir haben aus der gebaut. Das finde ich irgendwie fast besser. So, also, nee, das brauche ich nicht mehr. Ich muss laufen lassen. Und das hart entfernen. Und da kommen wir eh schon raus. Hier schön unten ein bisschen versetzt. Das gefällt mir auch schon mal sehr gut. Und dann steigen wir bei dem gleich mal ein. Der andere sieht ja genau gleich aus. Und der angenehme Vorteil des Ganzen ist jetzt natürlich, dass wir wirklich auch schon kreuzen. Mit den anderen Zügen. Irgendwo in der Mitte drin wahrscheinlich. Schöne Lok. Guck mal, da kann man sogar reingucken. Also klar, kann man bei allen. Aber da hat man sogar ja, ein bisschen vom Interieur gesehen. Vom Cockpit dahinter. Ja, wir fahren mal so mit. Den ersten Teil der Strecke kennen wir. Ganz klar. Hier sind wir schon mal lang gedüst. Aber bei der einen Brücke geht es dann recht. Wobei, wisst ihr was? Dann gucken wir doch hier in der Tränenfieber-Variante den ersten Teil der Strecke so, damit wir das auch mal ja, aus der Perspektive sehen und steigen dann ein. Oh, da unten schön IC. Steigen dann ein, wenn wir in den neuen Bereich kommen. Und dann geht es tatsächlich durch den Schnee durch. Aha, da kommt der Kollege von der anderen Linie. So, und jetzt hier oben Heisenberg City entlang, den Kamm entlang. Cool ist ja, dass die Häuser eben auch altern, wenn man sich hier den Wolkenkratzer ansieht oder das Hochhaus. Ist auch nicht mehr ganz so fit. Steht halt auch schon ein paar Jahre. Wir haben ja doch schon 2122. Puh, ja.
Witzig, dass die Züge nicht schon fliegen können. Vielleicht können sie das ja dann in knapp 100 Jahren. Ja, dann sind es einfach Flugzeuge. Das ist dann auch nicht wirklich. Die Erfindung des Jahrtausends. So, wo geht's raus? Erst da vorne. Gut. Schön. Hier mit Heisenberg City im Hintergrund. Wunderbar. Von der anderen Seite her. Und von hier her sieht man da schön die Alpen. Jetzt steigen wir mal ganz ein, denn das Tunnel durch können wir sonst nicht mitfahren. Und jetzt bin ich gespannt, wie das so ist. Im Schnee. So, hier einmal rechts. Ja, da muss er runterbremsen auf 60. Das ist okay, jetzt darf er wieder Gas geben. Jetzt werden wir eben ein bisschen gucken, ob sich das gelohnt hat, dass wir hier eine Lok genommen haben, die über 200 Sachen macht mit ihrem Wagen. Von der Strecke her sollte sich das eigentlich schon aussagen. Und guck mal, das ist doch ein schönes Bild hier mit den Alpen da hinten. Hier über die große Brücke. Ja, die hat den Steuerzahler ordentlich Geld gekostet hier. Diese Brücke. Nicht nur diese Brücke, die ganze Strecke. Aber das hat sich schon gelohnt. Also wenn ich mir das so ansehe, das sieht schon sehr, sehr cool aus. So ein bisschen mit dem Abendhimmel noch. Würde ich gerne mal richtig mitfahren. Aber das, ja, das wäre ja natürlich ein Traum. Wenn man irgendwie einen Knopf drücken könnte, diese Anlage, zack, hätte man sie in der Realität, in echt, und dann aber mal einen Zug reinsitzen und irgendwie in unser Hamburg fahren, in unser Wien fahren, so wie das hier bei dem Spiel aussieht. Ja gut, Virtual Reality. Das wäre natürlich eine Möglichkeit. Aber das gibt es irgendwie bei Transport Fever nicht. Das macht auch nicht wirklich viel Sinn. So, da kreuzen wir. Hallöchen. Von der gleichen Linie. Die Kapazitäten möchte ich dann noch kurz betrachten. So, hallo Schnee. Ist gleich ganz ein anderes Feeling irgendwie, sobald der Schnee da ist. Ja, halt schon wieder ein bisschen winterlich das Ganze. Obwohl ich schon sagen muss, in der Realität, Hallöchen, bin ich doch ganz dankbar, dass wir das hinter uns haben. Hoffe ich zumindest. Ist gerade eine Woche her, da gab es ja wieder Schnee. Das war kaum zu glauben. Genau, wenn ich Auto fahren muss. Das ist ja wirklich... Egal, im Spiel drin ist Schnee einfach sensationell. So, haben wir den jetzt schon hinter uns gelassen? Ja, da vorne wird es langsam wieder grüner. 160 Sachen. Wir beschleunigen aber noch. Ja, ja, das hat, denke ich, schon Sinn gemacht. Da kommen wir auf die 200. Wir haben die 160 schon lange hinter uns gelassen, wie die anderen Lokomotiven machen würden. Von daher, das passt. Ja, 200 haben wir. Und ob das mit diesen vier Zügen reicht, eben, es ist eine relativ lange Strecke, das werden wir dann sehen. Wir sehen ja, wenn da vorne oder in Heisenberg City die Bahnhöfe wieder platzen, dann werden wir reagieren. So, jetzt geht es hier runter ins Tal und dann den Schienen der Autobahn und dem Fluss entlang in Richtung Norddeich Hauptbahnhof. Da unten ist noch ein Bus unterwegs. Schön. Mir gefällt die Gegend. Ich finde es cool hier. Hat wahrscheinlich auch ein bisschen mit der Autobahn zu tun. Das belebt das Ganze natürlich auch noch. Und ja, Autobahn werden wir auch noch weiterbauen. Ganz klar. Also weiterbauen. Wir haben noch gar nicht richtig angefangen, die zu bauen. Das werden wir sicherlich machen. Oh, jetzt geht es hier über dieses... Wie heißt das auf Deutsch? Überwurf. Glaube ich. Diese Konstruktion, diese Concrete Flying Junction. Ja, cool. Gefällt mir. Hier unter der unzerstörbaren Brücke durch. Unglaublich. Kann man nicht kaputt machen, das Ding. So, in den Bahnhof rein. Ja, ich bleibe sitzen. Oh, da müssen wir... Ne, da müssen wir nicht gucken. Ich wollte gerade sagen, da müssen wir noch gucken wegen der Gleiszuteilung. Aber das hier ist im Moment noch die einzige Linie, die auf diesen beiden hier verfügbaren Gleisen verkehrt. So, wir sitzen immer noch, also von daher. So, jetzt steige ich aber aus. Und dann gucken wir mal erstens, ob hier schon jemand wartet. Nein, beziehungsweise hier eingestiegen ist. Ja, zwei Leute. 294er Kapazität, also das reicht definitiv dicke. Definitiv, wir haben
4 solche Züge, da kommt schon der nächste. Ich hoffe, die verteilen sich auch noch ein bisschen. Und jetzt möchte ich aber noch gucken, was hat die andere Linie hier für eine Kapazität. Das ist die falsche Linie. Moment, sind die tatsächlich schon hier hinten angekommen? Jawohl, Moment. 262, ja, die haben alle ordentlich. Heiliges bisschen. Und wie viel hat er an Bord? 26, okay. Aber ich denke, die Linie wird schon definitiv funktionieren. Gut, und jetzt haben wir hier oben auch ein bisschen mehr Verkehr. Das ist natürlich auch noch relativ angenehm, wenn hier zwei Linien verkehren. Cool. Gefällt mir. So, jetzt würde ich, wenn wir eh gerade in Heisenberg City sind, ich möchte hier mal gucken nach der Güterversorgung dieser Stadt. Wir haben jetzt relativ viel gemacht in Sachen Personenzüge. Jetzt wäre es mal wieder fällig, dass wir bei Gütern gucken. Und wenn wir hier schauen, ja, Nahrung haben sie keine, dafür haben sie Baumaterial. Wie kriegen wir hier Nahrung hin? Das werden wir uns jetzt mal ansehen. Haben wir hier irgendwo eine Nahrungsherstellung? Irgendwo im Umkreis, damit wir vielleicht auch die Städte hier hinten mal noch mit einbeziehen könnten. Hier oben haben wir einen Bauernhof. Das ist schon mal gut, denn die Bauernhöfe, die sind eher selten. Und hier, hier hätten wir tatsächlich, ja, eine Lebensmittelfabrik. Das gleich neben der anderen. Da könnten wir die Lebensmittel auch von da hinten holen. Das würde natürlich auch gehen. Das ist aber doch relativ weit, wenn man hier guckt. Einmal über den Fluss nach da oben. Wir gucken mal. Oh, hier hinten haben wir auch, Moment, einen Bauernhof. Wenn wir jetzt hier irgendwo, da haben wir nochmal einen Bauernhof. Dafür, dass wir relativ wenig Bauernhöfe haben, haben wir hier relativ viele. Aber jetzt sehe ich hier, guck mal. Hier haben wir doch tatsächlich eine Lebensmittelfabrik. Langenberg hat wahrscheinlich auch keine. Nein. Weißwasser hat, die bekommen sie von hier oben. Halt, da müsste ich aber das Städtchen hier erwischen. Na, Städtchen. Drehen und ja, 35%. Okay, aber die haben keine Nahrungsmittel, die haben keine, die haben keine, die haben keine. Ich würde mal sagen, wir machen eine neue Nahrungsmittelzentrale auf, nämlich hier oben, und liefern die benötigten Produkte von hier oder von hier. Ne, das wäre ein bisschen näher. Das könnten wir mit dem Zug machen. Dann haben wir hier diese Schienen. Wenn wir hier außen rum gehen, da können wir noch ein bisschen durchs Städtchen durch. Gehen hier runter an der Rohöl-Dingens vorbei oder an der Ölquelle vorbei. Hier durch und gehen dann hier in den Bahnhof rein. Das ist halt nicht... Ja, wobei doch, das ist relativ eben. Ich wollte gerade sagen, das könnte ein Problem geben, dass wir hier einen dicken Bahnhof hinkriegen. Aber das müsste klappen. Gut, machen wir doch gleich mal als erstes, dass wir diese Zulieferung hier machen. Den Güterbahnhof dafür, den könnte man ja doppelt nutzen. Wenn wir hier einen Güterbahnhof hinstellen, die Stadt braucht ja auch noch einen. Schönbacher, glaube ich, ja, die haben noch nicht mal einen Bahnhof. Also keinen Güterbahnhof. Das haben wir jetzt so auch noch nie gemacht. Das ist doch eigentlich noch eine gute Idee. Der wird dann doppelt genutzt. Das heißt, er müsste einfach eine gewisse Ausdehnung haben. Wenn wir mal gucken. Bahnhof. Ne, ich würde den normal machen. Durchgangsbahnhof. Vielleicht sogar krümmen ein bisschen. Gleise brauchen wir eigentlich 6. Aber da wir jetzt hier noch den haben, brauchen wir 7. Also weil wir 6 verschiedene Güter haben. Länge ganz klar. 320 Meter oder länger. Hochgeschwindigkeit brauchen wir nicht. Zweiten Straßenanschluss finde ich nie schlecht. Weil man dann einen anderen Radius hat mit dem Bahnhof. So, wenn wir dich zum Beispiel hier hin machen, dann wirst du teuer, weil wir 3 Felder köpfen, kappen müssen. Das ist aber egal. Und das müsste eigentlich reichen für die Güter, also für diese, ja, für die Tiere und das Getreide, was da kommt. Aber, wisst ihr was, wir gehen doch lieber ein bisschen näher ran mit dem Ganzen, denn wir können natürlich den Güterbahnhof für die Stadt ein bisschen außerhalb bauen, aber bezugnehmend auf den Bauernhof hier müssen wir tatsächlich aufpassen. So, wenn wir dich hier hinstellen, machen wir mal. Machen wir gleich mal die Probe aufs Exempel, wenn du hier eine Straße bekommst und dann hier reingehst. Wie sieht es dann hier aus? Jawohl, perfekt. Gut, hier noch anschließen. Gehen wir hier rein. Moment, oder hier runter, das ist ja eigentlich egal.
So, wir müssen ja später mit den Gütern hier eben auch in die Stadt rein, die dann hier ankommen. Jetzt werden wir aber erstmal dafür sorgen, dass wir überhaupt eine Chance haben, zu Gütern zu kommen, beziehungsweise zu Nahrungsmitteln, indem wir da runterdüsen. Ja, machen wir schnelles Gleis. Welches nehmen wir? Das ist eigentlich relativ egal. Vielleicht das Äußerste? Nee, wenn wir nach da hinten auch noch wollen. Die werden da unten, doch die haben Lebensmittel. Und die da hinten lägen näher an der, an dem Bahnhof. Und hier haben wir eh nochmal Lebensmittelzentralen. Heiliges bisschen in rauen Massen. Dann ist es eigentlich egal. Dann würde ich glatt diese beiden Gleise hier nehmen. Und eben, wenn es irgendwie geht, gerne noch ein bisschen durchs schöne Städtchen durch hier. Da werden wir auch das eine oder andere Haus nochmal kappen. Was im Weg ist, muss weichen. So wie zum Beispiel das da. Und jetzt sogar ein bisschen früher rein. Stellen sie ja eh wieder hin. Irgendwie so. Dann geht es hier lang und dann darüber. Also können wir die Kurve ein bisschen größer machen. So, fraglich, ob wir hier rüberkommen. Doch, geht. Muss einmal nochmal ein Haus weichen. Sie werden es ja hinstellen. Ist immer eher eine Kostenfrage, wenn man sowas macht, weil die Häuser natürlich Geld kosten, wenn man sie dem Erdboden gleich macht. Jetzt muss ich schnell gucken. Wir müssen eigentlich da lang. Hätten wir eigentlich auch hier rüber gekonnt. Hätten. Aber jetzt haben wir es halt so gemacht. Hier hinten mit dem Bahnhof müssen wir aufpassen. Da wollen wir definitiv noch nach da hinten. Wir wollen die Stadt natürlich auch noch mit denen hier verbinden. Da müssen wir gucken, wie wir das hier machen. Vielleicht auf eine Brücke rauf. Oder hier ein bisschen früher rüber. Und dann so mit einer Kurve, dass wir hier noch reagieren können. Und hier je nachdem auf eine Brücke gehen. Das ist jetzt noch eine schwierige Entscheidung. Wir können ja damit was haben. Gehen wir hier mit den Gleisen schon mal raus. Das wird wahrscheinlich sowieso auch nicht funktionieren. Moment, das hängt hier noch. Weil hier auch Häuser im Weg sind. Und die Straße und. Das müssen wir hier alles anders lösen. Ich würde das, wenn es irgendwie geht, möglichst ins Unterirdische verschieben. So. Damit das wir hier möglichst schnell irgendwie in die Erde reinkommen. Ja, das ist ja auch von durchschlagendem Erfolg gekrönt. Das geht sogar auf eine Brücke. Obwohl wir hier auf maximaler Senkung stehen. Naja gut. Wir bauen es mal raus. Einfach damit wir hier Ruhe haben. Sonst müssen wir das wieder ausgraben nachher. So, dich auch noch. Ja, du darfst dann ein bisschen hier so rein. Die Straße. Brauchen wir die? Das kann natürlich schon sein, wegen dem Bus. Aber ich glaube, hier hinten, das ist alles gewachsen. Ne, da haben wir noch keine Bushaltestelle. Da brauchen wir später dann wieder eine Straße. Ich habe jetzt das eigentlich primär gemacht, damit wir irgendwie eine Idee bekommen, was wir damit machen. Wenn wir hier durch wollen, dann gäbe es da einfach eine Kreuzung. Ich weiß nicht, wie clever das ist, hier eine Kreuzung zu machen. Aber wie kommen wir hier sonst lang? Wir kommen hier auch nicht unter die Erde wahrscheinlich. Oh doch, das würde gehen. Moment. Das würde tatsächlich gehen. Dann gehen wir mit dem Güterzug mal unter die Erde. Das machen wir eigentlich relativ selten. Und das ist eh relativ cool. Dann haben wir hier, dann nehmen wir doch glatt aber zur Feier des Tages nochmal dieses Portal. Dann haben wir hier mitten in der Stadt drin tatsächlich so ein Tunnel. Das ist doch eigentlich relativ nett. Da müssen wir gucken, dass sie hier noch Straßen hinstellen. Jetzt bauen wir das mal so und gehen dann in eine gehörige... Ja, ich muss es tatsächlich bis hier hinziehen. In eine gehörige Kurve über. Okay. Und jetzt hoffe ich aber, dass wir natürlich irgendwann wieder rauskommen. So, mal in die Höhe. Oh, oh. oh, oh. Echt jetzt? Da kommen wir gar nicht mehr raus. Hilfe! Nicht mal hier hinten? Jetzt kommen wir raus. Ja, aber das, nee, das mache ich definitiv nicht. Wo wollen wir hin? Nach da unten. Nee, das ist Käse. Aber jetzt haben wir das Tunnel schon gegraben. Aber da muss man da irgendwie auch anders rauskommen. Ja, das in kleinen Schritten bauen. Irgendwie da hinten zum Beispiel. Also machen wir hier eine Kurve, wo wir nicht allzu schnell sind. Gehen hier hin. Wollt ihr nicht gerade? Doch, da, guck mal, da haben wir ein Portal. Also, da gibt es dieses hier, das ist dann die Einfahrt des Ganzen. Hier ist jetzt ein bisschen von krumm nach schief, aber ich denke, das ist schon okay. Gleis 2 bräuchten wir noch. Müssen wir hier mitnehmen. Jawohl, das passt perfekt. Gut,
machen wir eigentlich relativ selten, mit den Güterzügen unter die Erde gehen. Weiß gar nicht warum. Ja, weil ich halt primär die Züge lieber auf der Erde habe, damit ich sie wirklich auch sehe. Wenn ich so reingucke, sehe ich nicht, wer im Tunnel ist. Dann sehe ich nur alles, das, was auf der Oberfläche rumdüst. Das ist eigentlich die Grundidee. Sonst habe ich nichts gegen den Tunnel, gar nicht. So, hier wird es auf eine Brücke raufgehen, zumindest wenn wir da nach oben gehen. So hätten wir hier einen Bahnübergang. Das ist eigentlich cool. Dann hier dem Tal entlang nach da unten. Gebonkt. Einmal drehen. Ein Freeze. Es rechnet, rechnet, rechnet. So, mitnehmen. Kommen wir darüber. Ich muss näher ran. Und das in kleinen Schritten machen. Das könnte eng werden. Da ist gerade eine Kurve bei der Straße. Ich habe es fast befürchtet. Auf der anderen Seite. Da wird es gehen. Können wir das nochmal korrigieren? Nein, das müssen wir anders lösen. Da kommt die Straße weg. So, dann haben wir wenigstens den Hügel auch weg. So, du kommst auch noch weg. Mitnehmen. Moment. Verbinden. Und jetzt mitnehmen. Das war eigentlich, was ich wollte. Und die Straße. Die gibt es natürlich feierlich zurück. Und zwar in der nächsten Folge. Ich wollte gerade gucken. Das Spiel läuft eh. Da fährt ein Zug. Das ist ja perfekt. Danke fürs Zusehen, liebe Freunde. Wir bauen in der nächsten Folge wieder weiter für unsere Güterzüge, damit wir zu Nahrung kommen in dieser Region. Danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.